Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu King of the Ring, zu WWE 2K60, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wie immer mein Gegner, der Revano. Ja, hallo, Freunde. Und heute kommen wir zu einem, jetzt kommen wir zu dem besagten Ding, was wir die ganze Zeit immer angesprochen haben, denn jetzt treten hier zwei Wrestler von mir gegeneinander an. Und zwar, würde ich sagen, gehst du mal nach links. Nach links, ja. Ja, so, und du bekommst und jetzt den lieben, du bekommst den lieben Booker T. Booker T, okay. Und der Gegner von dir wird sein Chris Jericho. Oh, das wird ein Fight, ja. Weil das waren nämlich beides meine Wrestler und ja, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt gehört der Revano. Ja. Wonderful. Puh. Ja, dann wollen wir mal, ne? Und das ist schon ein bisschen eine schwierigere Entscheidung gewesen, die jetzt Booker T zu geben, weil Booker T ist eigentlich ganz gut. Weil der andere ist auch gut, also. Ja, eben. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also, dann würde ich sagen, beide so Kanthölzer. Naja, schauen wir mal, wer gewinnt. Möge der Bessere gewinnen. Mir tut's überhaupt nicht weh, weil es alles deine Charaktere sind. Ja. Na komm mal her, ist ja gleich vorbei hier. Booker T, boah, aber ich bin ganz schön, ein bisschen breiter bin ich schon. Und bam. Schön, aber diese Fights gewinne ich irgendwie immer, ne? Okay. Jetzt werde ich in die Ecke gedrückt hier, abwechselnd, ist schön, ja. Und wieder kriegt er eine gepetzt hier. Ah, schön. Tu ja mal immer als erstes gleich zuhören, das ist doch nervig. Ja, aber nur, weil ich mir immer mich verdrücke. Da muss ich hin. Ah, schön den Arm ein bisschen brechen hier. Schön drehen, schön. Ah, der hat schon wieder entdeckt hier. Kaiyuket. Geh mal bitte zurück vom Mikrofon, bitte. Ja. Ich bin zum Mikro. Boah, nee, du bist aber schon bisschen weiter weg vom Mikro, Mensch. Du schreist wieder ganz schön rein. So. Aua, du kleiner Sack. So. Aha, du willst also fighten, willst du? Du willst fighten, hä? Du willst fighten, du kleiner Drecksack. Oh, mach da mal was, Junge, für dein Training hier. Aua, krieg ich hier einen auf die Nuss? Aua. Das heißt aber alles nichts, so. Kann ich nämlich auch, guck mal. Hayuket. Ich weiß nicht, was das Hayuket bedeuten soll, aber okay. Das ist aus einem alten Computerspiel. Hayuket. Das müsste Street Fighter gewesen sein. Nee, der macht nicht Hayuket. Der macht Hadouken. Ja, ja, meine ich doch. Du meinst nur die verbesserte Version. So, da habe ich den Onkel erstmal ordentlich eine gegallert hier. So gefällt mir das. Aua. Aber er gibt es mir gleich wieder zurück hier. Und bei Anderle. Oh, shit. Bam. Schönes Ding. Schönes Ding. Auf jeden Fall. Sehr angenehm. Ja, ich muss mich aufladen. Da kann ich dich ordentlich schon mal rauswerfen. Boah, geil. Guck mal, der ist gut, ey. Den hast du letztens auch gemacht, ne? Da, direkt eine gelappt, du. Okay, was kann er denn? Aua. Nein, nein, so nicht, mein Freund. Nee. Ratsch. Und Verkolung. Weiß nicht. Ja. Oh, bist du rausgekommen? Natürlich. Ah, schönes Ding. Gut, verbrauch ruhig deine Ausdauer. Das ist absolut genehmigt. Das finde ich total toll. Total toll.
Total toll. Ich gaukel direkt dann auf die Limmel hier. So, war meine Stimme nicht so angeschlagen, dann hätte ich jetzt ein schöneres Total toll hingekommen. Hauptsache, du findest das total toll. Okay. Find ich geil, was du da machst. Oh, und guck, wie erschrocken er geguckt hat. Geil. Oh oh. Oh oh oh. Ach, das rennt er weg, du. Da rennt er weg, da rennt er weg. Na, schnapp ihn dir, schnapp ihn. Nein! Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ey. Wahnsinn, was hier wieder abgeht, ey. Nein, 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 nein. Das war doch der. Das war der Finish Move. Nein. So ein Scheiße. Der kriegt da gleich zweimal ein Stehen, ey. Ah, zappel, auf, ey, auf mich zu drehen. Nein. Geh weg. Geh weg. Ah, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Jetzt fängt er auch noch an hier mit seinen komischen Moves hier. Ich fass es nicht. Ah. Schöne Kombination. Zwei Schläge in the face. Oder in den Magen. Oder überhaupt irgendwo hin. So, raus mit den kleinen Lappen. Oh. 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 Das sah schon schmerzhaft aus. Und ich glaube, das war's auch, oder? Aha. Aua. Ah, okay. Ui, das... Oh, oh, bitte! Ja! Ah, normalerweise, wenn das auf die Treppe gegangen wäre, dann hättest du aber Kopfschmerzen gehabt. Kalong, Mann! So, jetzt muss ich den Onkel erstmal wieder ein bisschen zusammenflicken hier. Problem ist, dass meiner total müde ist durch die ganzen Aktionen, die ich hier mache bei dir. Boah. Puh. Erstmal ordentlich verschwarte den Kleinen. Hörst du mich überhaupt? Oh, ein bisschen Breakdance machen. Hallo? Ja? Gut. Dann ist bewusstlos. Ich habe Aktion gemacht. Kann ich da raus? Ah, schade. Manchmal können die ja rausspringen, weißt du? Das finde ich so geil, wenn die dann so ankommen. Du, weißt du, was ich mir komisch vorkommt, dass du so schreist? Ich denke mal, dein Ton ist schon mega laut. Ich bin ganz weit weg. Ja, ich bin in voller Elan. Nee, du schreist. Weil ich dich hier... Ach, mach dich halt fertig. Schreien muss ich. Oh, ich glaube, du bist zweimal irgendwo aufgeklatscht, oder? Oh. Oh, das sah übel aus. Das hat richtig geklatscht. Ey! Spring! Warum springt der denn nicht? Was macht der Typ denn? Der ist total wild, ey. Der ist total verrückt geworden. Was geht denn da bei uns ab, ey? Nein! Oh, wie geil, ey. Was war das denn jetzt, ey? Das muss mir mal erklären, ey. Das war geil. Ich versuch doch, dich zu schlagen und die ganze Zeit mach ich nur so ein Scheiße. That's gotta be it. Booker T, now that is a finishing move, people. What a move! Nein, nein, nein! Da war doch noch keine Energie mehr. Ach, Mann, ey. So ein Schmarres, ey. Ist das dein Finisher? Nein. Das war, glaube ich, ein ganz normaler, ne? Boah, er springt eine halbe Stunde durch den Ring, ey. Ich glaube das alles nicht. Und meiner ist aber auch fertig mit der Welt. Aua. Aua.
Ach Mann, so ein Scheiß. Jetzt hab ich ihn. So eine Scheiße. Aber wieso ist denn gleich zwei Dinger weg? Sehr merkwürdig. Da, weil du so einen roten gekommen hast. Kann ich mich nicht wehren dagegen? Oh. Oh, schon, Gott, nein, was mache ich denn? Ich hab keine losgelassen. Ahnung. Oh nein. Auch gut, ja. Ich hab schon gedacht, es ist vorbei. Gerade angefangen. Ich habe echt Angst gehabt gerade. Kann man noch, ich kann noch nicht mal den blocken, den Kick gerade von dir. Ja, es ist das Problem, dass man das so geschafft ist, weil er so viele Aktionen gegen dich macht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Komm, jetzt steh doch mal auf, ey. Boah. Da grauenhaft hier mit denen, ey. Ah, schön. Ach Mann, hör doch mal auf. Oh, ich muss dich ja rauswerfen. Ach, du musst einen Scheiß durch, dann machst du wieder nur so ein Gepaumel hier am Ring. Dann komm gefälligst raus, ja, einmal fertig. Einmal feiern und dann hau ich dich wieder kaputt. Hm. Ach, das ist Schwachsinn, echt. Ne, wieso? Ich muss ja aufpassen auf meine Ausdauer. Ja. It's no secret that Y2K has a Ja, weil du hast mehr von diesen Blockdingern, Scheiß da, ich nicht. Ich kann es aber nicht einsetzen. Wieso? Weil er es nicht macht. Weil er es nicht macht. Achso, da kann ich dich jetzt also die ganze Zeit verschwarten, ohne dass irgendwas passiert. Und Powerbomb! Ich hoffe, das klappt. Nein! Scheiße! Alter! Auf das Ding hoch! Hast du das gesehen? Wie geil war das denn? Oh, herrliche. Here we go. This could be it. Oh oh. Ah, oh, ist das so ein Finisher von dir? Typ Nenner. Na. Oh, auf die Leiter. Oh, mein Rücken ist sogar noch drauf. Das sag ich doch. Treppe. Er lässt mir einfach da liegen, ey. Wie so ein altes Socke. Und mal da krabbelt, ey. Komm jetzt, steh auf. Hä? Echt getroffen jetzt? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ey. Wow, he's still down after that. Nein. Oh, du bist rot. Du bist rot. Du bist rot. This match may end right here. Ja. Booker T. Geil. Echt geil. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Ey. Immer wieder derselbe Scheiß da, ey. Ah, Mann. Na, ich war klar. Ist egal, passt schon. Du bist wieder auf die PSN-Taste. Ja, warum komme ich da immer drauf? Das geht mir so am Piss, ey. Ich drück da gar nicht drauf. Ich drehe immer und direkt raus. Hm. Na gut, wir denken jetzt einfach mal, das waren The Walls of Jericho. Aber das waren sie leider nicht. Aber naja, ist egal. Ja, macht nichts. Das ärgert nicht nur. Warum haben die Taste so doof gelegt? Ich drehe nur und auf einmal bin ich dann auf dem Dingsmenü. Das gibt's doch gar nicht. Ja, weil du wahrscheinlich mit deinen Wurstfingern da mal abrutscht. Wurstfinger. Kann sein. Egal. Okay, gut. Aber war ein geiles Match. Ich habe eigentlich gedacht, aber du hast ja dreimal meinen Finisher geblockt. Das ist ja zu kotzen. Ja. Dreimal, war schon gut. Naja, dein Wort. Ja, meine lieben Freunde. Dann war's das auch für heute wieder. Es war ein schönes Match. Schade, dass es ein blöder Sieg am Schluss war. Muss ich schon mal sagen, das ist kein richtiger. Also, komm, wir machen jetzt einfach mal, lassen einfach mal die Fantasie freien Lauf. Und das war einfach The Walls of Jericho, die wir einfach mal so angesetzt haben. Und dann hat er verloren halt. Und ja, würde ich sagen, morgen wird, ja, mal gucken, was das für ein Match wird. Ich denke mal, wird lustig.
Ja, sehen wir uns da. Bis dahin. Ciao. Ciao.